Vorgestellt wird die AAA Vision Helmlampenserie von Underwater Kinetics. Es gibt zwei Basismodelle in dieser Serie, die Vision I und die Vision Z3. Die Vision I wird mit drei 3AAA Batterien betrieben und hat zwei Leistungsstufen. High Power mit 65 Lumen und Low Power mit 35 Lumen. Die Vision I ist UL und ATEX zertifiziert für Zone 1. Das heißt, dass sie als eigensicher klassifiziert ist. Die Vision Z3 wird ebenfalls mit drei 3AAA Batterien betrieben, hat aber drei Leistungsstufen. High Power mit 210 Lumen, Medium Power mit 110 Lumen, Low Power mit 40 Lumen und einer Brenndauer von 32 Stunden. Beide Vision-Modelle haben ein robustes, zylindrisches Gehäuse, stoßdämpfende Drehknöpfe auf beiden Seiten und einen großen Druckschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten, der auch mit Handschuhen bedienbar ist. Das Gehäuse wiegt nur 110 Gramm und ist mit einer O-Ring-Dichtung ausgestattet, sodass es bis zu einer Wassertiefe von 3 bzw. 10 Metern absolut wasserdicht ist. Bei unserer patentierten Optik wird Wärme von der LED genutzt, um die Batterien zu erwärmen, sodass sie auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt optimale Leistung bringen. Die Vision kann auf drei Arten befestigt werden. Ein Textilkopfband ist lieferbar für den Benutzer, der die Lampe am Kopf trägt. Für den, der sie am Schutz- und Arbeitshelm anbringt, ist ein robustes Gummikopfband lieferbar. Zudem bietet Underwater Kinetics für die Vision-Lampen eine eigene, klebbare Helmhalterung an. Durch ein doppelseitiges Klebeband lässt sich die Halterung vorn auf den meisten Schutz- und Arbeitshelmen leicht anbringen. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website unter underwaterkinetics.com. Vielen Dank für Ihr Interesse.